Hallo. Servus Leute, willkommen zurück zu Apes Odyssey. Moment mal. Hallo. Okay. Ist es das? Ja, falsche Taste. Ah, das ist es. Oh, ich dachte schon, ich muss alles wiederholen. So, jetzt nochmal. Hallo. Servus Leute, willkommen zurück zu Oddworld Apes Odyssey. Letztes Mal sind wir mal wieder an Tausenden von Biestern vorbei radiert. Diesmal waren es die Slogs, glaube ich. Und im Hintergrund sehen wir riesige... Na, was ist eben nochmal? Ein Modaken, genau. Riesige Modaken-Statuen. Ja. Hier gibt's doch keine Gefahren, wollte ich sagen, aber doch, hier gibt's Gefahren. Große Gefahren. Okay, es gibt große Gefahren. Große Gefahren erwarten den, der es wagt. Die Mudokon oder Modakenspur birgt Verzweiflung in sich. Das Ertragen der unruhigen Brutstätte der Kreaturen ist die Pflicht derer, die eine Herausforderung suchen. Der Mutige nimmt sich in Acht. Die Alten sagen, es gibt nur einen, der so kühn sein wird. Derjenige ist Abe. Boah, das Bild zittert hier überhaupt nicht. Moment. Okay. Das war die falsche Taste und er hat mich gnadenlos erschossen. Moment nochmal. Gut, das Zeichen hat er glaube ich gemacht. Zweimal unten, einmal oben. Wo? Okay. Was steht hier? Chantler, bis das Lied dir gehört. Halte... 3, 0? Ich habe keine 0, die ich drücken kann. L und R kann ich drücken. Und warum sagt ihr mir es jetzt? Wahrscheinlich, wenn ich da reingehe, komme ich da raus, nicht wahr? Gespeichert. Oder auch nicht. Und zu Räumen laufen. Das sagt ihr mir jetzt? Achso, X, ich habe A gedrückt. Boah, das war knapp. Aber es sah gerade irgendwie grafisch. Sieht grafisch nicht ganz richtig aus. Ach, egal. Vor einem Brunnen hinstellen und runterlaufen. Versucht zum Brunnen zu laufen und dabei... Moment. Es geht gar nicht. Moment. Super. Ah, okay, so. Ah. Ich glaube, ich mache wieder so etwa eine 20-Minuten-Folge. Ah. Okay, Schatten, hier könnte ich schleichen, aber ich habe die Slicks schon gekillt. Moment, kann ich darüber springen? Holla! Oh, bröckelt was runter. Moment, ich komme glaube ich von da oben. Hoffentlich, sonst übersehe ich jetzt gerade volle Kanne ein Geheimnis. Und hier ist auch nichts. Wenn ich jetzt tot gewesen wäre, das wäre es gewesen.
Hier ist nirgendwo was. Wenige Paramites und Scraps bewohnen diese Landstriche, da Millionen durch unsere Hand starben. Sie sind uns, die wir wissen, sind heilig, aber stellen muss es sich und ihr Spiel weiterspielen. Schreikal wird durch ihre unruhigen Geister gerufen, um den Sieger auf seine Suche zu helfen. Schreiskal. Schreikal. Wenn ich da runterspringe, bin ich, glaube ich, Matsch. Die Medizin da hinten. Okay, zweimal unten, zweimal links, einmal oben. Okay. Schalter aktiviert, Brunnen. Schalter aktivieren, Brunnen, meine ich. War klar, ich wollte es einfach ausprobieren. Naja, hier ist er im Safe-Punkt gewesen, das heißt, oh, schon wieder. Ja, das heißt, oh, schon wieder. Ich frage mich, wenn ich jetzt rüberrenne und springe, fischt er mich dann aus der Luft? Ich will es versuchen. Wenn ich dran versuche, ich. Gnadenlos. Ja, gut, ich wollte es versuchen. War irgendwie klar, dass er mich erschießt, aber gut. Ich wollte mich eigentlich dranhängen und ihm von Angesicht zu Angesicht antworten, aber gut. Ja, gut, ich glaube, ich sollte euch mit dem Blödsinn aufhören. Und jetzt ernsthaft wieder. Ich mach mit. Er ist nicht gesprungen, Mann! Gut, ich sollte langsam machen und ich sollte vor allem auch mit Intelligenz rangehen. Hallo Kumpel. Ich versuch's mal schnell. Hä? Okay. Ah, okay, schnell geht's auch. Scheint nichts zu sein. Jetzt mit Karacho! Daneben springen, genau. Ich sagte mit Karacho! Hä? Schon gut, schon gut. Moment. Okay. Gut, ich dachte schon. Ja, gut, wenigstens habe ich überlebt. Hola. Hier ist kein Secret, kein gar nichts. Hier irgendwo hinterm Grashalm verstecken. Secret natürlich meine ich, nicht Abe.
Abe. Erstmal gucken, was steht hier drauf. Einzelne gekennzeichnete blaue Hände entfesseln die Kraft, um falsche Ländereien zu zerstören. Glackenminister reagieren wütend und erschrocken, als der erwachte Shrykal die Fleischfarm zum Stillstand bringt. Gut, hier ist gar nichts. Rollin, 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 rollin. Ah, fallen. Aua! Ist nirgendwo was. Gibt's hier überhaupt Secrets? Monsaik-Linien. Zweitens, nun gelange in den Besitz der Glocken. Ne, erstens, hier hältst du das Glockenlied. Zweitens, nun gelange in den Besitz der Glocken. Da bin ich. Okay, erst nach unten und dann nach oben. Jumpen. Um das Vogelportal zu nutzen, jumpe und spring dann durch. Ja, welches Vogelportal? Achso. Ich dachte, ich kann da einfach durchgehen, ja dann. Okay, erst unten. Ist nix. Da geht's auch nicht runter. Logisch kann ich über die keinen Besitz. Kann ich mit dir reden? Hallo. Nee, der ignoriert mich. Hallo. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Espen? Ich bitte, kill mich. Der Arme, da. Bedrohe, nee, berühre den Stein. Berühre den Stein, um das Glockenlied zu erhalten. So, warum kann man hier extra chanten, wenn das da oben steht? Dim, dim, dim. Das muss ich mir merken, oh je. Krieg mich niemals! Oh, der Arme. Ich stehe voll, der kann das seine Meditation. Geht's nach oben. Finde. Glockenlied. Und. Besitze. Die. Glocken. Die Glocke. Chante, um die Glocke zu betätigen. Was? Okay, das war jetzt nicht ich, das war automatisch, aber ich kann mich in die Glocke chanten? Ich kann in alle möglichen Viecher, nur in Slogs oder wie sie hießen, kann ich nicht. Ich kann sogar in so ein kleines Metallteil reinchanten. Ja, und ich prall absichtlich immer gegen die Wände, um zu schauen, ob da irgendwie Geheimgang oder so ist. Die Gebäude sind ja irgendwie aus Spinnennester. Ekelhaft. Okay, safe. Steinschlösser. Unsere Tempel sind dunkel geworden, seit das Magogo-Kartell die Modaken versklavt hat. Entzünde die heiligen Feuer, indem du die Steinschlöcher einschaltest, wo immer du sie finden kannst. Erst wenn alle Schlösser eingeschaltet sind, ist es dir erlaubt, an den Initiationsriten des Tempels teilzunehmen. Moment.
Okay. Gut. Zur Erklärung, was ist ein Initiationsritus? Das ist sowas wie eine Mutprobe. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Sprung des Glaubens. Du meinst? Ja, sorry, gut, dass ich huste. Perfekt. Links oder rechts? Rechts sieht richtiger aus. Deswegen gehe ich links, glaube ich. Ich hoffe, es ist kein Fehler jetzt. Kann ich notfalls wieder zurück? Ja, kann ich, okay. Nur 18 ist es schon. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Minuten vor Mitternacht angefangen mit der Aufnahme. Moment, hier ist ein Speicherpunkt. Dann würde mich jetzt echt mal interessieren, was in der anderen Tür war. Das heißt, ich nehme etwa 15 Minuten auf, wenn ich mich nicht irre. Ein bisschen geht also noch. Das war, glaube ich, ein Fehler. Hä, wo geht's jetzt weiter? Moment mal. Was steht hier? Du kommst wieder? Nee, du kommst wieder. Heißt das, das hier ist der zweite Weg? Na dann. Gehen wir den anderen Weg zuerst. Ich habe keine Ahnung, welcher Weg hier richtig ist. Ich hoffe, ich kann mich hier wieder hochhangeln, sonst ist jetzt alles umsonst. Gut. Was ist das da hinten? Ein Scrap und ein Paramite. Bei den Fleischarbeitern mit der verlorenen Geschichte und geboren inmitten dieser heraufbeschwörten Kreaturen mit enormem Appetit, harter Schale und entsetzlich verbranntem Atem. Dem Herz aus Stahl und Klingen, der Erste soll Zeugnis ablegen und hervorkommen. Er befreit seinesgleichen, bevor er die anderen findet. So, links haben wir einen Scrap, rechts ein Paramite. Paramonia Strabania. Das ist irgendwo ein Slick. Hallo. Mit neuen Kräften werden blaue Ringe singen. Chante, um die von ihnen gebrachte Zerstörung freizusetzen. Schreikals Kraft wird auf den übergehen, der es schafft, in einem Stück aus Paramonia und Scrabania zurückzukehren. Okay. Ah, ich glaube, hier komme ich so nicht durch. Moment. Was war dann der andere Weg? Ich bin vollkommen verwirrt jetzt. Muss ich mir einen anderen Weg nochmal ansehen. Weil ich glaube, wenn ich hier Paramonia und Scrabania habe, komme ich weiter. Das heißt, der Weg ist der richtige und dieser hier ist optional. Oder wie? Speicherung.
Hä? Bin ich doof? Kommst wieder. Oh, wozu ist dieser Weg hier dann? Das verstehe ich nicht. Allzu lang. Na gut, das ist jetzt eine blöde Stelle, um Schluss zu machen, aber dann könnte ich beim nächsten Part mich entscheiden, ob ich zuerst nach Paramonia oder nach Scrabania gehe. Da kann mir ja mal auch jemand sagen, was diese andere Stelle da war. Okay, Paramonia oder Scrabania? Wahrscheinlich muss ich sowieso beides machen, um die Kraft des Schreikals zu bekommen, damit ich hier alles vernichten kann oder so. Aber ich wüsste beim besten Willen nicht, wie ich hier durchkommen soll. Durchkommen soll. Weil die lassen sich nicht schanden. So. Okay, gehen wir zuerst nach Paramonia. Oder nach Scrabania. Mir persönlich ist es egal, die Zuschauer dürfen entscheiden, wo ich hingehen soll. Schauen wir mal, was mehr Punkte bekommt. Dann würde ich sagen, das war Apes Odyssey. Ja, ihr könnt jetzt bestimmen, ob ich im nächsten Part zuerst nach Paramonia oder nach Scrabania gehe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!